Hallo Alltagsphilosophen. Ich war neulich beim Bäcker und habe gesagt, ich hätte gerne ein normales Brötchen. Und die Verkäuferin hat gesagt, normal gibt's nicht. Da ist mir klar geworden, dass diese Verkäuferin ein Genie ist, denn sie hat mich auf eine geniale Art gebracht. Indem ich genau das Gegenteil tue, was sie getan hat, kann ich verdammt viel Erfolg haben. Schauen wir uns zuerst einmal an, was da passiert ist. Ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Brötchen und es soll ein normales Brötchen sein. Ich habe nicht weiter definiert, was normal bedeutet. Sprich, sie hätte mir das letzte vertrocknete Brötchen vom Vortag andrehen können. Ich habe gesagt, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich will mich nicht darum kümmern, sie soll mir etwas geben, was tut und was gescheit ist. Ja? Und warum ist sie nicht einfach auf dem Trip geblieben und hat mir irgendwas verkauft? Meinetwegen das teuerste Brötchen für 2 € das Stück. Ich hätte mich nicht beschweren können, weil sie hätte ja sagen können, das ist auch in irgendeiner Weise normal. Mit anderen Worten, wenn du sagst, gib mir das Normale, gib mir irgendwas, was funktioniert, dann gibst du dem anderen einen Freibrief. Und wenn du diesen Freibrief bekommst, zum Beispiel typischerweise im Berufsleben von deinem Manager, dann solltest du auch etwas draus machen. Ich habe daraus eine Technik gemacht, E-Mails zu schreiben. Und die nenne ich geht nicht, gibt's doch. Also die geht nicht, gibt's doch Methode. Und die sieht so aus, dass ich als allererstes mal etwas vorschlage. Dass, wenn der Chef nicht drüber nachdenken will und er einfach durchwinken kann. Sprich, Vorschlag ist folgendes, die ersten 2 Sätze und dann erstmal Absatz. Und dann eine genaue Begründung. Und wenn der Chef sich nicht groß darauf interessiert, dann kann er einfach sagen, ja, okay, machen wir so und weiter geht's. Oder aber er schaut sich dann meine Begründung an, dann weiß er genau, warum ich das vorschlage, was es für Alternativen gibt, was gegen die Alternativen spricht, was für die Alternativen spricht. Mit anderen Worten, er ist vielleicht erst zu vergleichen mit einem Feinschmecker, der in eine Bäckerei kommt und nur die Brötchen haben will, die kein Gluten enthalten oder die gerade Gluten enthalten. Aber es ist seine Entscheidung. Er kann letztendlich sagen, ich will das Normale oder ich will genau informiert werden. Und mit dieser Methode bilde ich mir ein, habe ich recht viel Erfolg und ich wende sie mehr und mehr an. Und das wollte ich einfach mal euch als Denkanstoß mitgeben, damit ihr vielleicht hier in den Kommentaren jetzt mit mir darüber diskutiert, was mich sehr freuen würde. Vielen Dank und bis dann.